Ein langer und ereignisreicher Abend erwartete vergangenen Samstag die Zwickauer und Gäste der Stadt. Und er wurde auch ereignisreich. 6 Einrichtungen, 8 Veranstalter und zig fleißige Helfer sorgten für eine episodengefüllte 8. Zwickauer Museumsnacht. Bis nach Mitternacht wuselte es in der Innenstadt und in den per Shuttlebus zu erreichenden Kunstsammlungen und dem August-Horch-Museum. Eine rundum gelungene Veranstaltung, wie sich die Organisatoren einig waren. Das Motto, die Stunde der Zeitumstellung für einen Museumsbesuch zu nutzen, scheint sich ausgezahlt zu haben. Für uns hat sich das auf jeden Fall gelohnt. Der Oktobertermin war für alle Einrichtungen ein sehr guter Termin. Es wurde sehr gut angenommen. Wir hatten über 1500 Besucher, die über 30 Programme wahrnehmen konnten. Und ich denke, die Einrichtungen waren alle sehr zufrieden. Mit besonderem Interesse wurde das Abenteuer Schienenstrang angenommen. Es hätte sogar mit noch mehr Trams und Bussen angeboten werden können, so groß war die Nachfrage. Es weckte Erinnerungen an Zeiten, als noch dicht an dicht in den Straßenbahnen gestanden wurde. Es wurde auch wieder besonders gut angenommen und gerade die Geschichten, die der Dr. Löffler auch gerade zur Industriegeschichte dort erzählt hat, wurde sehr interessiert aufgenommen. Und natürlich kann man sich überlegen, gerade im Jahr der Industriekultur im nächsten Jahr das wieder durchzuführen. Gab es denn einen herausragenden Knaller, also irgendein Museum, irgendeine Einrichtung, die gesagt hat, oh, bei uns müssten sie Schlange stehen, weil so viele Leute da waren? Also ich würde jetzt niemanden direkt herausheben. Jede Einrichtung hatte sein besonderes Programm und hatte auch jeweils immer sein tolles Publikum und interessiertes Publikum. Ob das der Buchrestaurator war, ob das das August-Horch-Museum war oder auch der Stummfilm vom Stadtarchiv. Also jeder hatte sein interessiertes Publikum und das ist einfach schön. Interessiert hingen die Besucher den Vortragenden sprichwörtlich an den Lippen, lauschten den Geschichten oder auch wissenschaftlichen Erläuterungen. So erklärte Buchrestaurator Bashar Abdelkader die Sache mit der Titelei, warum manche Bücher keine 180-Grad-Öffnung vertragen, warum wie früher ein Buch gebunden wurde. Historiker Matteo Rebicciani gab in den Priesterhäusern Einblicke in Bettgeschichten aus dem Mittelalter, gab Auskünfte zu Schlafutensilien jener Zeit, wie sich wann gebettet wurde. Schätze und Kuriositäten wie ein Kleiderschrankmodell, das auch als Schmuckkästchen genutzt wurde, ließ erahnen, welches handwerkliche Geschick damals vorhanden war. In der Domhofgalerie las Monika Hähnel aus Gemeinschaftsarbeiten des Literaturförderzirkels und sprach über das Zustandekommen so manchen Gedichts. In den Kunstsammlungen gab es einen ausgesuchten Blick auf Gemälde und Skulpturen, zu denen Fabia Günther-Sperber noch so manches Detail zu berichten wusste. Kurzum, diese Museumsnacht zog sowohl Zwickauer als auch viele Gäste aus dem Umland in die Muldestadt. Fazit? Wenn das so erfolgreich war, könnte man darüber nachdenken, es immer im Oktober zu machen? Ich denke, wir werden auf jeden Fall das beibehalten. Es ist auch schon der Termin für nächstes Jahr mit den Einrichtungen abgestimmt. Es wird der 10.10. sein, diesmal nicht die Zeitumstellung, aber auch der Oktober, weil es einfach sich bewährt hat und das ein besserer Termin ist. Also schon mal vormerken, 9. Museumsnacht in Zwickau am 10. Oktober 2020.